Le Freunde, willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ja. Guten Tag. Na, was geht bei Ihnen? Nicht viel, hoffe ich. Ja? Was gibt es hier zu palavern? Wir müssen kämpfen. Und zwar gegen den Boss der... Ja, dieser Welt. Dieser Welt, dieses Körpers. Gegen den müssen wir kämpfen. Das werden wir heute machen. Ja? Er will geklatscht werden und das wird er auch. Ich werde kurz nochmal zwischenspeichern. Vielleicht bringt's ja was. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt in den größten Teil des Magens. Und da sehen wir auch schon dieses Monster hier. Ist ja ekelhaft. Putze mal die Zähne bitte. Finger weg von diesen Eiern. Lass sie einfach in Frieden. Verzeiht die Störung, ich wollte nur sehen, ob ich helfen kann. Ja, mach lieber, dass du wegkommst. Ja. Hey, Bartschnauze, ja du! Lieke nicht rum, hol mich hier raus! Ich bin ein Star! Hey, das kenne ich doch von irgendwoher. Das ist mir neu. Also, dieser Spruch in Kombination mit diesem Kampf, der ist mir echt neu. Aber ich würde sagen, wir machen mal die paar Doubts-Eier. Ich meine, wir haben die bestimmt nicht ohne Grund bekommen. In dem Sinne, auf geht's! Da, Hauli! Da, Hauli! Ha? Ha? Wo sei Mas? Und hi. Ja, Yoshi, ja. Ah, nice, okay. Wow. Okay, wie heißt das Vieh überhaupt? Ich habe den Namen nicht gesehen. Hau mal raus. Rolein. Der Dotterling. Wir kämpfen jetzt gegen den Dotterling. Das macht auch Sinn, weil, ja, Dotter kennt ihr, oder? Ist euch das ein Begriff? Dotter von Ei-Dotter. Ja. Hoffentlich. Das war ein Toll. Das ist sehr schön. Das heißt, das Ei geht dann auch auf. Es sind wahrscheinlich 6 Eier gewesen mit Yoshis drin. Schade. Ja, Yoshi. Ja. Verdammt nochmal. Ich habe da gerade eben nicht die beste Leistung hingelegt. Das tut mir natürlich leid. Aber so ist das eben, wenn man kommentiert und dazu noch sich konzentriert. Ja. Ich nenne es das Kommentarieren. Also, hi. Ja, Yoshi, ja. Sehr schön. In jeder Runde befreien wir jetzt einen. Das ist super. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? 3 weitere Eier. Da! Lasst es! Okay, das heißt, er hat jetzt die anderen Eier weggesch... Das ist doch total... Geht es dir überhaupt noch gut, oder was? Geht es dir zu gut, Fräulein? So, Eisblume. Jetzt kenne ich kein Pardon. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ja, ich kann das nicht. Deswegen nochmal die paar Doubts-Eier. Weil die funzen eigentlich ganz... Ich hab gedrückt... Ich hab nicht gedrückt gehalten. Ja, okay. Das wird der Grund gewesen sein. Da! Das klingt ja schon fast wie Son Goku, wenn er schreit, ey. Das ist nicht normal. Ja, ich hab total vergessen, wie man diese Patzauz-Eier macht. Und dabei habe ich das gerade eben noch gemacht. Ich hab vergessen, den Knopf gedrückt zu halten. Richtig dumm einfach, ey. Richtig dumm. So. Aber es ist eigentlich total einfach, Mann. Es ist so easy. Ja, Yoshi, ja. Und jetzt? Also, bye! Ah, ich glaube, jetzt kann man erst... Oh. Hey! Du, Diene! Jetzt hauen wir auf die Kacke. Der Dotterling kriegt jetzt erstmal total auf die Fresse. Und ich glaube, das wird übertrieben Schaden machen. Mal gucken. Yes, Alter! Ah! Wo,
wo kommt der Geist jetzt her? Das macht keinen Sinn. Keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Weiteres Kanonengeballere. Mario, Luigi, oh, das wird ein bisschen komplizierter. Yes, Alter! Wir hauen voll auf die Kacke gerade und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Warum damit aufhören? Es macht gut Schaden. Ich glaube, so viel Schaden machen wir nie bei anderen Attacken. Deswegen... Okay. Zack, 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 zack! Ohne Witz, wir rasten vollkommen aus! Nein. Ah, es ist easy. Ah! Ah! Das ist die Frage, kann man ihm überhaupt jetzt nochmal Schaden machen oder so? Probieren wir es aus. Ja, eigentlich müsste es ja, ne? Wobei ich mir denke, so, es muss ja einen Grund haben, warum man ihn überhaupt auf den Boden legen muss, wisst ihr? Muss ja einen Sinn und Zweck haben. Hat's aber anscheinend nicht, die Sau. Also bei! So, das Ei ist jetzt mir. Super Tau bekommen, sehr schön. So, dann, ich weiß nicht, sollen wir mal kurz auf ihn draufspringen oder. Wir gucken mal, ja. Das bringt absolut gar nichts. Hä? Ich hab doch geschlagen, habt ihr das gesehen? Wie dumm ist das denn? Naja, juckt nicht! Also bye. Zack. Aber ihr merkt, ich komme jetzt gerade ganz gut in die Spezial-Items rein, ne? Es läuft schon ganz okay. Immer häufiger kriegen wir das auf perfekt hin, das ist ganz gut. Ich glaube, jetzt machen wir sogar mal eine Feuerblume drauf. Heieiei. Immerhin sind es zwei Stück. Mal noch vier und wir haben dann wieder alles soweit am Start. Ihr seht ihr, ich hau drauf, das ist dumm. Ich kann doch nichts gegen machen. Ich mache nichts falsch. Ich schlage genauso wie gerade eben auch. Wie dumm ist das denn, Alter? Das macht absolut keinen Sinn. War das knapp. Oh, aber das war auch knapp. Aber... Legias... juckt nicht. Es müssten eigentlich mehr als genug... Oh, wir kriegen so viele Wanderpilze. Ich wusste es. Direkt mal zwei Stück rausgeholt. So muss das sein. So, jetzt der nächste. Oder die nächsten. Ich kann aber dieses Aspen nicht. Das kann ich schon in Mario Party nicht. Ich habe das schon mal gesagt, aber es ist echt so. Oh, direkt mal zwei rausgerettet. Geil! Also bye! Ach du Kacke. Ich vercheck das jedes Mal. Ist das... Eins dumme Sache auf jeden Fall. Ja, es ist. Ja. So, dann lass nochmal knacken. So, erstmal Luigi. Yes, Alter! Das war's schon! Krass! Nice! Bam, bin ich ausgerastet, oder? Nicht mal 8 Minuten im Kampf gewesen. Schön. Und das ist einfach dieses Level Up für meine kleinen Freunde. Jawohl. Ja, ich glaube, das war einer meiner besten Bosskämpfe. Also, was heißt einer? Ich glaube, das war der beste Bosskampf, den ich jemals hier im Let's Play hingelegt habe. Weil, ich glaube, so gut habe ich mich noch nie angestellt. Eine 4. Verdient. Verdientermaßen, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, aber... Ich habe den Boss relativ schnell verstanden. Ich fand nur so ein paar Schemen von ihm total dumm. Ach, was heißt ein paar? Eigentlich nur das eine. Sehr schön. Eigentlich nur das eine, in dem ich, ja, halt getroffen worden bin, obwohl ich ihm auf die Lampe gehauen habe. Aber juckt nicht, du bist tot. Die paar Schäden seien dir gegönnt.
Genauso wie die Obdachlosigkeit. Nein, Bowser. Oh ja, wenn wir in dieses Loch springen, sind wir sicher wieder in Freiheit. Der Ausgang. Okay. Ha, die Yoshis rasten immer so aus, das finde ich geil. Also. Bam, 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 bam. Oh, das ist cool. Ich hoffe mal, wir sehen jetzt keine Bohne, ja, aber es sieht nicht danach aus. Also bye. Wahrscheinlich ist es jetzt der Darm. Ja? Und wäre das hier ein Pornofilm, würde er heißen Alarm im Darm. Er hat uns einfach ausgekotet. Und es scheint ihm zu gefallen. Das ist ja gut zu wissen. Und jetzt? 5 Eier? Waren es nicht 6? Normalerweise? Da ist uns ja eine spektakuläre Flucht gelungen, nicht wahr? Ein abenteuerliches Entkommen aus einem massiven pinken Horror. Und was ist jetzt mit ihm los? Ich glaube, er schreit immer noch vor Erregtheit. Dieses gigantische Monstrositäten-Gedönsvieh bewegt sich ja gar nicht mehr. Ich nehme an, dass die Eier diesen großen Vielfraß mit Energie versorgt haben. Ja, so muss es wohl sein, jawohl. Wir sollten die Eier schnell ins Dorf bringen, wo sie auch hingehören. Wow, fast scheint es, als wüssten sie, dass sie nur wieder zu Hause angelangt sind, ja. Kommt schon, alle zusammen. Sehr wohl. Ich schlage vor, wir kehren ins Dorf zurück und sehen dort nach dem Rechten. Das ist eine gute Idee. Wir sind ja im Dorf, ne? Das sollte das Dorf sein. Oder wo sind wir jetzt gerade? Hallo? Ach, hier sind wir. Okay, ja, ich... Kommen wir überhaupt weiter? Ich wollte gerade sagen. Aber erstmal die Message lesen. Juhu, endlich aus Jubs Bauch raus. Jetzt bleibt nur noch Baby Bowser und die Kobalt-Sternsplitter. Dann hoffe ich mal, dass es 3 gibt. Ja. Und nicht 2. Ja. Passt auf, ihr Eidechsen. Ich war es, der euch gerettet hat. Ja? Ohne Witz? Ich? Also her mit der Dankbarkeit. Und mit den Geschenken. Ja, vielen Dank, Kumpel. Ja, danke sehr. Ja, danke. Ja. Hi. Ja, nicht schon wieder. Lasst mich raten. Ihr seid wegen der Kekse hier. Ihr stopft mich damit voll, bevor ihr auch nur einen Krümel kriegt. Wow! Erstmal kackt uns das dicke Monstervieh aus, dann kotzt er die Splitter aus. Meine Friesen. Ihr seht nur Magie, er ist erstaunlich, ja. Ups, wow, kein Wunder, die habe ich ja auch gefressen. Wartet, was geht hier vor? Ah! Wow, erstaunlich, ja. Unser Held kann fliegen, ja. Du bist der beste HD, ja. Ja. Du hast 2 Kobalt-Sternsplitter erhalten. Wow. Bei allem Gepäck. Diese Kobalt-Sternsplitter beinhalten eine immense Macht. In meiner Datenbank ist darüber nichts aufgezeichnet. Ich glaube, wir haben eine wichtige Entdeckung gemacht. Ich nehme auch an, dass Todberts Zeichnung eine ganz besondere Geheimnistuerei enthält. Kehren wir in unsere Zeit zurück und beraten wir uns mit dem Professor. Zurück zum Abenteuer! Hört mich an, Yoshis. Diese Leute waren es, die euch gerettet haben, nicht diese kleine Kröte. Ernsthaft? Ja, ich hab's gesehen, und zwar ganz genau. Diese Kerle sind der Bringer. Oh, wow, ja. Vielen Dank, Leute, ganz ehrlich. Ja. Ja, juhu. Also es ist einfach so süß, deswegen sage ich jedes Mal in hohen Stimmlagen, deswegen synchronisiere ich auch die Yoshis in diesen hohen Stimmlagen, ja, was ja auch Sinn macht. So, zurück zum Pilzpalast der Gegenwart.
Mal gucken, was da so vor sich geht. Ob da die Action abgeht. Sieht eigentlich alles normal aus. Schön ist die Welt. Jedenfalls geht's der Bücherei gut. Ja. Warte mal kurz. Dankeschön. Dann wollen wir mal weitermachen und gucken, was uns hier noch so erwartet. Aber erstmal wollen wir gucken, dass wir zu... Ich wollte gerade sagen, wieso kommen wir hier nicht raus? Hallo? Geht's noch, ja? Frage ist, sollen wir mal in den Shop gehen, weil es kann sein, dass wir vielleicht bessere Angebote haben. Bevor wir jetzt nochmal nach oben gehen, kann man sicherlich mal, ja, einen Blick reinlunzen, ne? Normal aus, Bruder ist. Das sieht aber alles schlechter aus. Ja, da wird nicht so viel gepusht. Na! Außer die Eierhosen, die haben ganz gut Style eigentlich. Ach du Kacke, auch hier, ne? Die Schutzhose. Das war 30 in der Verteidigung mehr. Ich würde sagen, die tragen wir. Die kommt dann an, Luigi. Weil sich bei seiner Hose irgendwie außer der Verteidigung nichts geändert hat. Also hi. Und das gleiche dann nochmal bei Baby Mario. Damit seine Verteidigung etwas höher wird. Sehr schön. Sonst haben wir hier ansonsten, ja, sonst ist hier alles gleich geblieben. Kein Profit. Außer vielleicht jetzt hier bei der Gesteinshose. Hast du die Gesteinshose? Welche Hose war das nochmal? Hallo? Hier, ja, ja, die Schutzhose. Verteidigung geht zwar krass hoch. Sehr krass hoch. Was das nehmen wir mal in Kauf. Komm, ja doch. Mehr Verteidigung ist immer gut. Und auch gerade unser Verteidigungswert müsste für dieses Level extrem gut sein. Da kannst du nicht meckern. Nee, Freundes. Weiter geht's. Weiter geht's. Nun denn. Hallo! Hallo! Ah, sieh an, endlich wieder bei uns. Jabo, jabo! Euch sind also einige Kobalt-Sternsplitter in die Hände gefallen, hä? Insgesamt 2. Wir haben auch eine Zeichnung, die von einem Tod namens Todbert angefertigt wurde, bevor sein Gedächtnis gelöschifiziert worden ist. Das ist überhaupt ein richtiges Wort, gelöschifiziert. Hör auf, alles ins Neologismus zu ziehen. Unnötig. Ah. Das sieht wie eine Skizze aus, auf der die Schrubprinzessin Prinzessin Peach angreiferisiert. Ja, Prinzessin Peach wehrt sich gegen diese Plage mit dem Kobaltstern, aber du machst ja auch diese Neologismus-Scheiße. Du hast mich so programmiert, also darf ich das wohl auch? Ja, wie wir wissen, hat Prinzessin Peach diesen Kampf verloren und der Stern wurde zerschlagen. Wie konnte das geschehen? Hat der Kobaltstern allein nicht ausgereicht, sie zu beschützen? Oder hat sich etwas Unerwartetes, etwas ganz und gar Grauenvolles ereignet? Ah, wie auch immer, das zählt jetzt nicht. Findet diese Zeitstrudel, ja, ja. Und sammelt die Kobalt-Sternsplitter sehr wohl. Oh, da fällt mir ein, dass sich im 2. Stock des Palastes ein Zeitstrudel aufgetan hat. Meine Messergebnisse zeigen an, dass dieser Zeitstrudel direkt zum Pilzpalast der Vergangenheit führt. Oh. Leider befindet sich der Palast unter der Kontrolle der Schwoops. Ihr kommt wohl nicht hinein. Es scheint, als müsstet ihr euch für den Moment auf das Sammeln der Kobalt-Sternsplitter beschränken. Dann ist das wohl so. Ja, wir hätten nochmal irgendwie probeweise, so aus Interesse halber, da hochgehen können, um mal zu gucken, ja, kommen wir überhaupt da rein und wie ist das zu sehen? Aber okay, ja, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Was ist denn das Ziel jetzt gerade? Vielleicht beiden Tots? Die beiden Todwurfs da unten. Wir gehen mal zu denen hin, aber erstmal speichern, ja? Vielleicht sagt uns ja auch die Speichermethode, wo wir zunächst hin sollen, ja? Überall tun sich Zeitstrudel auf. Bleib auf der Hut und hol dir die Splitter. Ob sich die beiden Todwurfs noch immer um Baby Pri-Pi, das ist eine gute Frage, das finden wir heute raus. Sehr wohl. Nein, Peach! Stichtramme, alte, stich da! Was laber ich da? Älteres ich. Wir müssen origineller sein, wenn wir danach trachten, der Prinzessin zu gefallen. Nun gut, los geht's. Mein Rückgrat, wo der Schmerz?
Wie sieht's aus, Prinzessin? Fühlt ihr euch? Euch? Nun! Besser! Ich wage zu sagen, dass dies das Seltsamste ist, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das sieht aus wie 69. Bei euch läuft. Sehr wohl. Autsch! Und bye. Und dann? Was willst du, Mario? Ist das eine neue Technik, die du jetzt gerade eben gesehen hast? Kann sein. Wir werden jetzt rausfinden, was der Todswurf von uns will. Was sagt ihr, alter Knabe? Ihr möchtet unseren neuen Move erlernen? Nun, es wäre mir eine Freude, euch dies zu lehren. Aber mein älteres Ich scheint seine Grenzen erreicht zu haben. Keine Panik, mir geht es gut. Völliger Unsinn, alter Knabe. Du siehst aus, als hättest du eine Falte in der Unterhose. Und, einen Zeitstrudel in der Unterhose. Einen braunen Zeitstrudel. Nein, warum sagst du das? Zum Wohle der Prinzessin werde ich mit Freuden diese alten Hülle opfern. Kommt, junge Meister. Ja. Ich nenne dies den Brüderball. Warum fragt ihr? Nun, weil ihr Brüder seid. Und ihr rollt euch zu einem Ball zusammen. Dies ist ziemlich rigoros. Es erfordert Flexibilität, Ausdauer, Courage und etwas Offenheit. Meister Mario beginnt diesen Move, wenn ich also bitten darf. Okay, thanks. Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Und bitte, Sirs, behalten Sie die Scherze für euch. Ja, dankeschön. Drückt zuerst. Aber ich glaube, der mit dem roten Shirt ist der Jüngere. Das heißt, ich muss den eigentlich so aussprechen. Drückt zuerst R, um Meister Marios Symbol zum Brüderball-Symbol zu erschaffen oder zu schalten. Drückt dann nach A und ihr rollt euch zu einem großen Ball zusammen. Großartig und ganz und gar nicht seltsam. Rollt nun mit Hilfe von dem Steuerkreuz in die gewünschte Richtung. Das ist sehr akademisch. Als Ball zu rollen ist schneller als zu Fuß zu gehen. Und Hügel? Und Hügel werden sie einfach so hinaufschnellen. Das ist ganz und gar brillant. Aber das ist noch nicht alles, meine Damen und Herren. Gratis dazu, zu dieser Bestellung, gibt es auch noch, naja, die Möglichkeit, das Ganze jetzt zu vollführen. Und nicht erst, wenn es zu Hause ankommt. Also, hi. Ja, sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Hat Stil. Ah, noch etwas. Als Ball könnt ihr unter niedrigen Decken hindurchrollen. Wenn euch geringe Höhe am Weiterkommen hindert, versucht es doch in Ballform. Let's try this, Bruders. Okay. Easy going. Absolut herausragend. Ich gehe davon aus, dass ihr diese Technik zu eurem Vorteil einsetzen werdet. Das werden wir wohl tun nun, Bruders. HD. Tendo. Also hi. Ich wette, mit dieser Technik sind die Treppen zur Aussichtsplattform nur noch ein Kinderspiel. Ich hörte, dass sich auf der Aussichtsplattform ein neuer Zeitstrudel geöffnet hat. Mein Rat an euch lautet, diesen sofort in Augenschein zu nehmen. Und noch etwas, diese Brüderballtechnik. Ich habe das Gefühl, dass ihr damit mehr könnt als nur herumrollen. Vielleicht könnt ihr damit auch Dinge in Rotation versetzen. Dem stimme ich zu. Und ich glaube, im Erdgeschoss befindet sich auch etwas, um diese Theorie einem Test zu unterziehen. Ja, genau. Ich wette, ihr könnt eure Rollfähigkeiten dort unter Beweis stellen. Ah. Seid offen für neue Herausforderungen, Sirs. Setzt diese Fähigkeiten und andere Fähigkeiten auf kreative Art und Weise ein. Das werden wir tun, liebe Freunde, im nächsten Part. In dem Sinne, macht's gut. Haut rein. Ciao. Und noch eine neue Aktion. Diese hier nennt sich Brüdersball. Ja, Brüdersball. Damit kannst du selbst die steilsten Hänge bezwingen. Hänge bezwingen. Oh! Diese lange Treppenflucht im ersten Stock. Oh, wenn ich die sehe, ich könnte heulen. Aber erst im nächsten Part, wie gesagt. Haut rein. Ciao.